Gefühle von Traurigkeit, Scham, Angst, Wut. Und was immer bei dir auftaucht, jetzt in dieser Situation, du gehst damit, was bei dir auftaucht, ja, ganz individuell. Machtlosigkeit, ja, ich gebe frei, lasse los, Gefühl von Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, Panik, ja, was immer bei dir auftaucht, du benennst das, du sprichst es aus und sagst, ich gebe frei und lasse los. Ja, und alles andere auch, und alle anderen Gefühle. Seite vom Auge, ich gebe frei und lasse los meine körperlichen Symptome. Die Hitze, ja, bei mir taucht Hitze auf, Hitzewallungen, der Druck im Kopf, die Enge im Herzbereich, Schmerz im Herzbereich, Rückenschmerzen, der Druck, die Anspannung im Kiefer, der Knoten im Magen, Herzrasen, die eingeschränkte Atmung. Und auch hier wieder, ja, beobachte, was bei dir körperlich passiert in dieser Situation, wo du dich schwach fühlst, wo du keine Hoffnung zu haben scheinst. Ja, eingefallene Schultern, ja, hängende Schultern, vielleicht runtergezogene Mundwinkel. Ja, beobachte, ja, beobachte deinen Körper. Unter dem Auge, ich gebe frei und lasse los, das Licht zu verleugnen, indem ich glaube, dass die Dunkelheit wirklich ist. Ich gebe frei und lasse los meinen Glauben, dass ich schwach bin. Ja, wieso soll ich das loslassen? Ja, das kann jeder sehen, dass ich schwach bin. Ja, ich gebe frei und lasse los den Widerstand dagegen, meinen Glauben loszulassen, dass ich schwach bin. Ich gebe frei und lasse los meinen Glauben, dass ich hilflos bin. Ja. Ja, natürlich bin ich hilflos. Ja, was kann ich denn machen, ja, wenn der andere so reagiert und wenn der andere mich angreift? Ja, da bleibt mir nicht viel übrig. Ich gebe frei und lasse los meinen Glauben, dass ich Grenzen habe. Ja, was immer bei dir jetzt auch auftaucht, geh mit dem, was noch zusätzlich bei dir auftaucht. Ich gebe frei und lasse los, nur Dunkelheit wahrzunehmen und damit das Licht nutzlos für mich zu machen. Ja, welches Licht? In der Situation kann ich kein Funken Licht sehen. In dieser Situation ist einfach alles dunkel. Ausatmen ist immer gut. Ich gebe, ja, und jetzt halte dein linkes Handgelenk mit der rechten Hand und sage, das ist richtig. Ich lasse das jetzt alles los. Es ist sicher, das loszulassen. Es ist Zeit, das loszulassen. Und atme tief ein und aus. Und sage, nichts Wirkliches kann bedroht werden. Und nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Und dann die nächste Klopfroutine. Wir klopfen wieder an einem Augenbrauenpunkt und sagen, ich gebe frei und lasse los, den Wahnsinn, nicht zu sehen, was da ist. Ich gebe frei und lasse los meine Verwirrung. Ich gebe frei und lasse los meine Überzeugung, dass ich ein Körper bin. Warum soll ich das loslassen? Den kann jeder sehen, den Körper. Ich gebe frei und lasse los meinen Widerstand dagegen, meine Überzeugung loszulassen, dass ich ein Körper bin. Seite vom Auge, ich gebe frei und lasse los den Wahnsinn, nicht zu sehen, was da ist, meine Überzeugung, dass ich ein Körper bin. Unter dem Auge, ich gebe frei und lasse los zu glauben, dass die Bilder, die mir meine Augen zeigen, wirklich sind. Ja,
Natürlich sind die wirklich. Ich gebe frei und lasse los meinen Widerstand. Ich gebe frei und lasse los meine Zweifel, dass es Wunder gibt. Ich gebe frei und lasse los meinen Glauben in die Dunkelheit zu setzen, anstatt ins Licht. Ich gebe frei und lasse los, mich zu erkennen, wie groß meine Stärke ist. Halte dein linkes Handgelenk mit der rechten Hand und sage, das ist richtig. Ich lasse das jetzt alles los. Es ist sicher, das jetzt loszulassen. Es ist Zeit, das loszulassen. Und nimm einen tiefen Atemzug. Atme aus. Und sage, nichts Wirkliches kann bedroht werden. Und nichts. Bleib mir im Hals stecken. Und nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Augenbrauenpunkt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Wunder und Schau notwendig zusammengehören. Das bedarf der Wiederholung, und zwar immer wieder. Es ist ein zentraler Gedanke in meinem neuen Denksystem und in der Wahrnehmung, die es erzeugt. Das Wunder ist immer da. Seine Anwesenheit wird nicht durch meine Schau bewirkt. Seine Abwesenheit folgt nicht daraus, dass ich es nicht sehe. Nur mein Gewahrsam der Wunder, nur mein Gewahrsein der Wunder wird davon berührt. Ich werde sie im Licht sehen. Ich werde sie nicht in der Dunkelheit sehen. Seite vom Auge. Für mich ist Licht also entscheidend. Solange ich im Dunkel bleibe, bleibt das Wunder unsichtbar. Und deshalb bin ich überzeugt, dass es nicht da ist. Wow. Das folgt aus den Voraussetzungen, aus denen die Dunkelheit kommt. Das Licht zu verleugnen führt dazu, dass ich es nicht wahrnehmen kann. Das Licht nicht wahrzunehmen heißt, Dunkelheit wahrzunehmen. Dann ist das Licht nutzlos für mich. Auch wenn es da ist. Ich kann es nicht benutzen. Weil ich seine Anwesenheit nicht erkenne. Und die scheinbare Wirklichkeit der Dunkelheit macht die Idee des Lichtes bedeutungslos. Unter dem Auge gesagt zu bekommen, dass das, was ich nicht sehe, vorhanden ist, klingt wie Wahnsinn. Es ist sehr schwer, die Überzeugung zu erlangen, dass es Wahnsinn ist, nicht zu sehen, was da ist. Und stattdessen zu sehen, was nicht da ist. Ich zweifle nicht daran, dass die Augen des Körpers sehen können. Ich zweifle nicht daran, dass die Bilder, die sie mir zeigen, die Wirklichkeit sind. Ich setze meinen Glauben
Ich setzte meinen Glauben in das Dunkel, nicht in das Licht. Wie kann dies umgekehrt werden? Für mich ist es unmöglich, doch ich bin dabei nicht allein. Schlüsselbein. Meine Anstrengungen, wie klein sie auch immer sein mögen, werden kräftig unterstützt. Wenn ich bloß wüsste, wie groß diese Stärke ist, dann würden meine Zweifel schwinden. Heute wollen wir uns dem Versuch widmen, mich diese Stärke spüren zu lassen. Wenn ich die Stärke in mir gespürt habe, die jedes Wunder mühelos in meine Reichweite rückt, dann werde ich nicht mehr zweifeln. Die Wunder, die mein Gefühl der Schwäche verbirgt, werden mir ins Bewusstsein springen, wenn ich die Stärke in mir spüre. Augenbrauenpunkt. Ich sehe heute dreimal etwa 10 Minuten der Stille vor, in denen ich versuche, meine Schwäche hinter mir zu lassen. Dies lässt sich ganz einfach erreichen, indem ich mich selber belehre, dass ich kein Körper bin. Der Glaube folgt dem, was ich wünsche. Und dementsprechend belehre ich meinen Geist. Mein Wille bleibt mein Lehrer. Und mein Wille hat alle Stärke, das zu tun, was er wünscht. Ich kann den Körper entrinnen, wenn ich will. Ich kann die Stärke in mir erfahren. Seite vom Auge. Wenn ich kein Körper bin, was bin ich dann? Ich muss mir dessen bewusst sein, was der Heilige Geist verwendet, um das Bild eines Körpers in meinem Geist zu ersetzen. Ich muss etwas fühlen können, auf das ich meinen Glauben setzen kann, wenn ich ihn dem Körper entziehe. Ich brauche eine wirkliche Erfahrung von etwas anderem. Von etwas, was sicherer und solider ist, meines Glaubens würdiger und wirklich da. Unter dem Auge. Wenn ich kein Körper bin, was bin ich dann? Ich frage dies in aller Ehrlichkeit. Und dann verwende ich einige Minuten darauf, meine irrigen Gedanken über meine Eigenschaften zu berichtigen und deren Gegenteil an ihre Stelle treten zu lassen. Ich sage beispielsweise, ich bin nicht schwach, sondern stark. Ich bin nicht hilflos, sondern sehr mächtig. Ich bin nicht begrenzt, sondern unbegrenzt. Ich habe keine Zweifel, sondern bin sicher. Ich bin keine Illusion, sondern eine Wirklichkeit. In der Dunkelheit kann ich nicht sehen, aber im Licht. Schlüsselbein. Ich versuche im zweiten Teil der Übung, diese Wahrheiten über mich zu erleben. Ich konzentriere mich insbesondere auf die Erfahrung der Stärke.
Ich erinnere mich, dass mit jedem Schwächegefühl die Überzeugung einhergeht, dass ich ein Körper bin. Eine Überzeugung, die irrig ist und keinen Glauben verdient. Ich versuche, ihr meinen Glauben zu entziehen, und sei es nur für einen Augenblick. Wenn wir weitergehen, werde ich mich daran gewöhnen, dem Wertvolleren in mir treu zu bleiben. Halte dein linkes Handgelenk mit der rechten Hand und sage, das ist richtig, ich lasse das jetzt alles los. Es ist sicher, das loszulassen, es ist Zeit, alles loszulassen, was mich daran hindert, meine Stärke zu erfahren. Nimm einen tiefen Atemzug, atme aus und sage, nichts Wirkliches kann bedroht werden und nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Dann klopfen wir weiter an dem Augenbrauenpunkt. Ich entspanne mich für die verbleibende Übungszeit in der Zuversicht, dass mein Bemühen, wie gering auch immer, voll von der Stärke Gottes und all seinen Gedanken unterstützt wird. Von ihnen wird meine Stärke kommen. Durch ihre starke Unterstützung werde ich die Stärke in mir spüren. Ich wiederhole das nochmal, weil das so schön ist. Von ihnen wird meine Stärke kommen. Durch ihre starke Unterstützung werde ich die Stärke in mir spüren. Seite vom Auge. Sie sind vereint mit mir in dieser Übungszeit, in der ich einen Zweck wie ihren teile. Das Licht, in dem ich Wunder sehen werde, ist ihres, weil ihre Stärke meine ist. Ihre Stärke wird zu meinen Augen, damit ich sehen will. Unter dem Auge, ich rufe mir 5 oder 6 Mal in der Stunde in einigermaßen regelmäßigen Abständen in Erinnerung, dass man Wunder im Licht sieht. Ich denke auch daran, Versuchungen mit dem heutigen Gedanken entgegenzutreten. Die folgende Form könnte für diesen besonderen Zweck hilfreich sein. Schlüsselbein. Wunder werden im Licht gesehen. Ich lasse mich wegen diesem nicht meine Augen schließen. Halte dein linkes Handgelenk mit der rechten Hand und sage, das ist richtig. Ich lasse jetzt allen Widerstand los. Es ist sicher, den jetzt loszulassen. Es ist Zeit, ihn loszulassen, und nimm einen tiefen Atemzug. Atme aus und sage, nichts Wirkliches kann bedroht werden und nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Wow. Ich hoffe, euch hat dieses Video, diese Miracle EFT Session auch so gut getan, wie sie mir getan hat. Ja. Ich fühle mich sehr friedlich, ich fühle mich sehr stark. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei der nächsten Miracle EFT-Sitzung wiedersehen. Und bis dahin alles Liebe und bis bald, eure Nicole Gangloff.
let your dreams make you come true. Let your fantasy be your destiny. Where is the dream you set aside? The one you tried to hide, kept locked up inside, denied. What if that dream that had to wait came again to say that it's not too late today? Let your dreams make you come true. Let your fantasy be your destiny. Let your dreams make you come true. Keep your love alive, let it come alive. What would you do if you knew to do? How would it feel to be free, to live your deepest dream, and know that you'd succeed, guaranteed? Let your dreams come true.